So, hey ho Leute, da sind wir wieder. Wir waren ja hier stehen geblieben. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass es gleich richtig losgeht. Na gut, bei 3, 3. Oh. Na? Wo sind sie? Jetzt frage ich mich, die alte sitzt die ganze Zeit gefesselt. Jetzt kommen da Zombies raus. Macht das Sinn? Oh, ich muss hinten aufpassen. Also ganz ehrlich, hätten wir die Pistole gehabt, wären wir sicherlich jetzt schon am Arsch. Ah, ich glaube auch immer in die scheiß Fallen rein. Bam. Das war's. Musik ist aus. Stoff. Die Dicken geben überhaupt irgendwie gar nichts, ne? Kann das sein? Irgendwie kommt mir das so vor, dass sie überhaupt nichts geben. Halt, hier war noch Munition. Wo ist sie? Jetzt haben wir, glaube ich, zu viel. Ne, wir haben nicht zu viel Dünger, okay. Speichern ist auch immer gut. Hier ist nochmal Munition. You again? Surprised you're alive. Surprised I'm alive. Some crazy freak in a mask found me and locked me up in here. Und wer ist der maskierte Verrückte jetzt? Kovac bestimmt nicht, das traue ich dir nicht zu, so nett wie der ist. She's alive? My daughter's alive? Are you sure she's safe? Please, show me where she is. Please. She's hiding on a small island. Kovac's Island. That's the worst place for her to be. He's the weirdo who locked me up in here. He answered the SOS of our boat, too. Yes, I'm sure it was him. He said his name was Kovac, and he guided our boat in. He guided us right onto the reef, the bastard. Deliberately led us here. No, he never helped us at all. Why is he helping you, but trapping me like this? This asshole has something up his sleeve. Of course I want to escape. Do you have a plan? Pilot? No, sorry. I was on a sailboat. Wandering this island, I met an old lady with a dead cat. She's a little strange, I know. But she knows these islands very well. Maybe she can help you. I'd help you find her, but I've got to go get Emily. I'll meet you back at the airplane. Puh. Ich bin schockiert. Eben gerade habe ich noch gesagt, das wird er wahrscheinlich nicht sein. Und sie sagt, er ist es. Ich. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll jetzt. Aber warum macht er denn sowas? Es muss ja. Es muss ja. Ist. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Es muss einen bestimmten Grund geben. So wie sie schon sagt, warum er uns in Ruhe lässt.
Aber alle anderen irgendwie. Das macht für mich gerade irgendwie gar keinen Sinn, wenn ich ganz ehrlich bin. Weil ich es einfach nicht verstehe. Ich bin gerade total schockiert. Auch ganz ehrlich. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll, weil er hilft uns ja die ganze Zeit. Er ist auch die ganze Zeit zu uns nett und höflich und. Wahnsinn. Das hätte ich nicht gedacht. Tja. Ich weiß ja nicht, also hättet ihr das gedacht, dass er wirklich so. Ich bin ohne Scheiß, ich bin richtig schockiert. Ich. Weil er hilft uns ja die ganze Zeit, er ist auch immer freundlich und gibt uns auch Tipps, wie wir was craften können und sagt: Hier, guck mal, hier Sprengstoff und so überlebst du. Oder vielleicht ist er auch so, dass er sagt, naja, pass auf, die Mutter und das Kind sind zu schwach, die könnten gar nicht überleben. Aber dann hat er ja nicht das Recht, sie einzusperren. Finde ich jedenfalls, dass er nicht das Recht hat, sie einzusperren. Schwierig. Weil jeder hat ja irgendwo das Recht. Wenn sowas ist, jetzt mal in Klammern gesagt. Hatte jeder das Recht, irgendwie zu versuchen zu überleben. Weil selbst wenn jemand denkt, dass derjenige schwach ist, selbst der Schwache kann ja überleben. Wie er überlebt, ist eine andere Frage. Das ist. Tja. Wahnsinn. Hello. Do I know you? Yes, I do know you. Enzo Savior. Welcome back, hero. What can I do to help you? You're looking for a pilot. My memory lets me down too often. But with Enzo here, perhaps I can remember. Yes, I do know a pilot. I don't know his name, but he came here once. I thought he would visit, but it's better that he doesn't. He lives in the hills on the west of the island. But be warned, savior of cats. This man is crazy. He is strange. Very strange. He has many problems. Problems with his drink. Yes. Yes, I remember. He is crazy. Crazy and drunk. Yes, he has barricaded all routes to his camp. Why, I don't know. Maybe because he's bonkers. If you're sure you want to find him, you'll have to find a way to remove the barricades. Good luck. My kitty and I will always be grateful to you. Okay. Da hoch vielleicht? Wir gehen mal hier oben gucken.
dass wir hier so oben lang gehen. Mal schauen. Was muss ich schon hier schlafen? Oh. Was sehr witzig ist, wir hatten so viel. Wir hatten so viel Stoff gehabt. Und haben jetzt eigentlich so gut wie gar nichts mehr. Ob ich das ganze Stoff mitgenommen hatte. Ups. Ach. Wartet, jetzt muss ich gleich erstmal die Rüstung wegwerfen. Halt, da war noch Stoff. So, jetzt schmeißen wir jetzt mal das weg. Fallen lassen. Fallen lassen brauchen wir nicht. Ah, sieht ganz gut aus eigentlich hier hoch. So, Munition. Munition. Leere Flasche. Haben wir das nicht schon? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Gut, wir müssen nicht hier lang. Oh, es sieht hier aus wie eine kleine Stadt. Oha. Eisplatte. Na? Wo ist der Rest von euch? Was brauchen wir denn überhaupt noch an Rüstung? Mittel, Mittel. Oh, hier. Da brauchen wir noch eine. Oh. Natürlich, jetzt kommen sie auch. Aber die Sniper hier, also das Gewehr, ist ja keine richtige Sniper jetzt gerade. Aber das Gewehr ist schon, huch, schon sehr gut. Oh Leute. Oh Mann. Perfekter Zeitpunkt, um zu niesen. Huh. Habe ich jetzt die... Oh. Wo ist die? Ist die jetzt weg? Hier lag doch gerade eine Weste. Ich habe die doch gerade aufgehoben. Oh gut, habe ich denn nicht. Wenn er sagt, ich habe sie nicht, dann habe ich sie auch nicht aufgehoben. Unbedingt schlafen. Wo sind hier viele Viecher? Huhu. Drei Stück. Stoff.
Ah, hier, so. Was? Sehr hoch, genau. Ausrüsten. Fallen lassen. Feuerstein können wir immer noch drauf machen. Ich habe keine Ahnung, ob das überhaupt was bringt, so Feuersteine da drauf. Aber wir machen es einfach mal. Weil es gut aussieht. Einen anderen Grund brauche ich nicht. Sieht einfach gut aus. So. Eine Heilpflanze. Eine Heilpflanze. Und ich sage, wir müssen unbedingt bald schlafen. Es wird langsam mal Zeit. Was ist das? Eine leere Flasche nehmen wir auch mit. Rollen. Vielleicht brauchen wir die ja nochmal. Oh, natürlich kommen die scheiß Viecher jetzt auch schon wieder. So, Leute. Der Part ist jetzt auch gleich wieder vorbei. Leider. Oh. Habe ich gerade das Benzin getrunken? Ach, er trinkt. Oh, ich dachte, ich habe gerade das Benzin getrunken, Alter. Und er soll unser Schiff, unser Flugzeug fliegen. Naja. Ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht, Leute, da. Ob der unser Flugzeug wirklich fliegen soll, wenn der trinkt. Lassen wir uns mal überraschen. Lassen wir uns mal überraschen, was er von uns möchte. Von uns will, meine ich. Tja. Gucken wir mal. Wenn euch das Video gefallen hat, Daumen nach oben. Ja, dann sehen wir uns in der nächsten Aufnahme wieder. Und dann bin ich mal gespannt, was er von uns möchte. Also. Habt einen schönen Tag, schönen Abend, eine schöne Woche, schönes Wochenende. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Ciao.